Our story started at the mansion of an Aldori sword lord. Drawn by the promise of a most dangerous task and a commensurately huge reward, heroes of all stripes gathered here. Und damit begrüße ich euch nochmal bei Pathfinder Kingmaker, denn jetzt starten wir in die Geschichte rein. Wer die Charaktererschaffung sehen möchte, eine Folge vorher, quasi im Prolog, haben wir uns sehr viel Zeit für die Charaktererstellung genommen und auch einen kleinen Überblick darüber gegeben, was es alles im Spiel gibt. Aber wir haben unseren Charakter Ulrich jetzt schon fertig. Wir starten mitten ins Abenteuer, denn wir sind auch einer von denen, die sich eine hohe Belohnung versprechen. Where are they? This is taking forever. They didn't even say what this was for, just that the Aldori were looking for heroes. Who are the Aldori anyway? Rich folk? Ja, irgendwelche reichen Säcke? Das ist Amiri. Amiri gefällt mir jetzt schon von ihrem ersten Dialog her. So, da stehen wir übrigens, der Mann mit dem breiten roten Hut. If you can't be patient, no one's keeping you here. Just go back to your mountains or whatever hole you crawled out of. The Aldori Swordlords run the premier school for the dueling arts. They're also the richest and most influential group in this part of Brevoy. Take that tone with them, and they'll teach you some manners pretty quickly. All right, you purple toad, just shut your trap. And if you can't, I'll help you. Okay, wir wissen schon, dass die beiden sich nicht gut verstehen. Anscheinend ist der Sprecher immer rechts und der Angesprochene links. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten, und ich glaube, wir müssen die Stimmen ein bisschen lauter schalten. Hush, quiet, they're coming. Lindsay. Ja, okay. Sie kommen. Wir sind wieder ernst. Greetings, everyone. I am Swordlord Jamandi Aldori. And this is Lord Mayor Yosef Selemius of Restov. Welcome to my mansion. We thank you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless, exactly what Restov needs. Mm-hmm. Das hat er aber schnell beurteilen können. Thank you, Lord Mayor. Now, to the point. South of here, just beyond Brevoy's border, lies a region known as the Stolen Lands. This is disputed territory, and while it's long been claimed by nearby states, it's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the Stolen Lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Restov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits holds sway in the Stolen Lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? Tja, eigentlich habe ich dazu keine Fragen mehr, weil jemanden töten und dann seinen Platz einnehmen und über ein Königreich herrschen, oder zumindest, naja gut, er nennt sich der Hörigkönig, da weiß man schon ungefähr, was man zu erwarten hat, aber die Sachlage scheint mir doch relativ klar. Aber wir sind eine Gruppe, wer genau bekommt denn den Titel des Barons, wenn die ganze Gruppe diesen Auftrag erledigt? I will, of course. I'm the leader of this team, after all. Don't worry, though. I'll make it worth your while to help me. Ich werde ihn umbringen. We haven't yet begun, and you already speak of divvying rewards. What makes you think we'll even succeed? There's little point arguing over who gains the title, when we'll most likely lose our lives there. Und er scheint mir so ein bisschen skeptisch und sehr pessimistisch zu sein. Wenn er jetzt schon davon ausgeht, dass wir alle da unten sterben, warum kommt er dann überhaupt mit? If I may please answer the question.
Sie macht eine lange Pause, während sie wartet, bis alle verstummen und ihre Aufmerksamkeit auf sie richten. We believe you're all equally deserving of a noble title. Over the course of your expedition, it will be up to you as a team to decide which of you is best suited to rule. Na super. Das heißt, wir werden im Team kämpfen. Und derjenige, der überlebt, der wird dann eben den Titel bekommen. Das Gefühl schleicht sich jetzt gerade so leicht an mich heran. Aber warum erkennt ihr nicht einfach den Hirschkönig als Baron an? That's a good point. As I see it, this stag lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits who just got lucky, weren't they? Sie klingt ziemlich arrogant, oder? Habt ihr das jetzt gerade auch rausgehört? Ich hoffe, die Stimmen sind laut genug, sonst muss ich die gleich nochmal ein bisschen lauter schalten. Perhaps because we do have standards to maintain. This room has seen many celebrations of adventurers, and even those who just got lucky. But giving a noble title to a bandit lord? That's one thing that's never happened here, and it won't while I still breathe. Ja, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ne? Also im Endeffekt sind wir ja jetzt gerade auch nichts anderes außer Söldner, die angeheuert wurden. Wir hätten genauso gut Banditen sein können. Gut, ich nicht, ich bin was Besseres als die anderen, aber die anderen sind halt einfach nur wertloses Pack. Also das findest du ja an jeder Straßenecke. Von daher ist es jetzt zweifelhaft, warum sie uns allen einen Titel anbietet, wenn nur ich den verdient habe. Ihr helft uns, eine Baronie zu gründen? Was habt ihr denn von derartiger Großzügigkeit? Don't ask stupid questions. Why should you even care? What they have to gain and why, that's for Lady Aldori and I to discuss. It's none of your concern. Your only concern is to swing your sword around or whatever it is you do. Ich werde ihn töten. Of course we stand to benefit from this enterprise. But if you're concerned that we intend to rule your country from afar, using you as a front, well, please know that these concerns are unfounded. Let's just say that we have a strong interest in the region's stability. We have need of a ruling power we can negotiate with, not bandit gangs and monster hordes. Und wer sagt ihr, dass wir, wenn wir mit dem Hirschkönig fertig sind, nicht wiederkommen und das gleiche mit ihr machen? Ja, ich hätte da so Ambitionen. Welche Belohnungen erwarten uns denn genau? And what reward would you seek beyond a noble title and your own lands? Nach mehr. Mehr. Es muss immer mehr geben. We'll absorb the costs of preparing and equipping your expeditions. Once you return victorious, Restov will also allocate you a significant sum to provide financial support for you to establish your country. Essentially, we'll help you build your capital. I hope such a reward is satisfactory. Das ist in Ordnung. Damit könnten wir leben, oder? Words, words, words. Significant, financial. I can't fill my belly with pretty words. Ah, ich mag sie jetzt schon. Ich glaube, mit Amiri werden wir gut zurechtkommen. Of course. There will also be an official banquet held in your honor. All of Rostov's high society will gather to celebrate your feat. Ja, wenn es was zu essen gibt, dann sind wir auf jeden Fall dabei. Now you're talking. Und sie natürlich auch, das war ganz klar. Na gut, dann ist die Anweisung klar wie der helle Tag. Excellent. You venture forth tomorrow. For now, you can take some time to get to know one another better. Or you can head straight to your guest rooms to get some rest. You'll find we've already prepared supplies for you there. And thank you again for agreeing to take part in this expedition. I wish you luck. Tja, vielen Dank dafür, aber Glück werden wir nicht brauchen. Thank you again, with all my heart, for replying to this call. The flare in your eyes reveals your courage, the unshakable will that distinguishes true heroes. I look at you, O champions of Restov, and doubt not for a second that you'll be victorious. So venture forth toward your feet, go, and return in triumph. Das werden wir. Und wenn wir im Triumph zurückkehren, bringen wir eine Armee mit und werden euch auslöschen, plündern und erobern. Ja, vielleicht haben wir die Option ja sogar später. Das wäre natürlich schön. I'm a bard, though this is my first real adventure. So, shall we go teach this stag lord a lesson? Lindsay kommt mir ein bisschen unbedarft vor und wenn wir hier mal hingucken, im Vergleich zu uns ist sie auch sehr klein. Ich hatte sie erst nicht so in Vermutung, aber anscheinend ist sie ein Halbling oder Schlimmeres. Also auf jeden Fall kein Zwerg.
das sieht nicht aus wie ein Zwerg. Sie wird wahrscheinlich ein Halbling sein. Was genau wollt ihr von mir? Nothing weird, don't worry. I just wanted to ask you something. How do you feel about this Tartuccio fellow? I think he's pretty obnoxious personally. He appointed himself head of the team and he's just after the Baron's crown or whatever it is Barons wear. Doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. When I first saw you, I couldn't help but think, now here's a real hero. Someone who'll be praised in poems and songs. This is the person I'll write my book about. Sie hat also rausgefunden, dass wir ein wahrer... Wo sind jetzt gerade die Wachen hingelaufen? Habt ihr das gesehen? Die sind gerade hier entlang... Da laufen sie noch. Na egal, irgendwas Wichtiges. Sie hat also herausgefunden, dass wir ein echter, wahrer Held sind. Das hat sie uns angesehen, an der Nasenspitze, nachdem wir so grimmig reingeblickt haben. Das ist Unsinn. It's not nonsense. Let me explain. Habe ich denn eine Wahl? You know what the trouble with most heroes' biographies is? They're always written years later, based on the tales of, best case, people who saw things from the outside. Worst case, someone heard about it from their brother, who heard it from their friend, who heard it from their cousin, and so on, adding a new batch of lies each time. Every time I read about a heroic journey, I think to myself, why didn't they just bring a bard with them to write it all down properly? Tja, das frage ich mich auch. Es müsste immer einen Barden geben, der hinter einem herläuft und die sagenhafte Legende von Sir Robin erzählt. And then I thought, I could be that bard. I just needed to find a suitable hero and volunteer to follow along on their glorious adventure. A great plan, huh? And here we are, with a heroic journey lying before us. Who's going to be the hero? Some dwarf who keeps muttering about how we'll all die? Or maybe that horrific scythe lady? Or gods forbid, Tartuccio? No way. Nein, keine Sorge, Tartuccio wird auf jeden Fall sterben, aber die anderen, die habe ich noch nicht wirklich kennengelernt. Gut, dass der Zwerg die ganze Zeit vom Untergang predigt, das ist absehbar, das hat er ja jetzt auch schon gemacht. Ja, was ist denn mit dieser Barbarin? Sie sieht ziemlich heldenhaft aus, ich glaube, ihr Name ist Amiri. Oh ja, sie ist fantastisch. You can tell she could tear a bear's head off with her bare hands, but she kind of scares me just a little. But I mean, her sword's twice as big as I am. She could cut me down without even noticing. Just think on it a bit, all right? I'm sure you'll agree. Wir denken darüber nach. All right. I'm going to my room to write about tonight. See you in the morning. So, und schon stehen wir in der Haupthalle, haben hier oben jetzt unsere erste Quest. Und wir sehen schon, unsere Quests werden in Form von Lindsays Tagebuch geführt. Das habe ich nämlich auch schon rausgefunden, was ich eigentlich sehr spannend finde. Es wird aus ihrer Sicht quasi beschrieben, was wir getan haben und was wir als nächstes zu tun haben. Sie schreibt ja ein Buch über uns. Meine Feder taucht zum ersten Mal in mein Tintenfass ein und schreibt oder kritzelt die ersten Zeilen meines Buches über die Reisen, Abenteuer und Siege, die vor uns liegen. Das Buch wird sowohl seinen Helden als auch mich, seine Verfasserin, preisen. Lindsay, die... Selbstnotiz, wenn mir ein pfiffiger Spitzname einfällt, hier einsetzen. Ich schreibe diese Zeilen im Bankettsaal, in dem Schwertfürstin Yamandi Aldori uns eben von der Mission erzählt hat, die vor uns liegt. Im Morgengrauen wird eine Gruppe, wird unsere Gruppe, in die Raublande aufbrechen, um dort ruhmreiche Taten zu vollbringen. Hier beginnt mein Buch, und selbst die Götter vermögen nicht zu sagen, was als nächstes passieren wird. Würde ich jetzt so nicht sagen, die Götter wissen, was als nächstes passieren wird, nämlich wir müssen den Saal verlassen. Wir haben einen langen Weg vor uns und brauchen alle etwas Schlaf. Lady Yamandi war deshalb so gütig, in ihrem Anwesen für jeden von uns ein Schlafgemach vorzubereiten. Ich gebe zu, ich bin so aufgeregt, dass ich wohl kein Auge zumachen werde. Glücklicherweise hatte ich die Gelegenheit, mit dem zukünftigen Helden meines Buches zu sprechen. Ich glaube, Ulrich ist genau die Person, die ich gesucht habe. Es tut mir sehr leid, dich enttäuschen zu müssen, Lindsay. Es sei denn natürlich, du bist auch böse, dann werden wir uns sehr gut verstehen. Wir schauen mal gerade ins Inventar. Wir sehen, wir haben aktuell eine Rüstung, einen Schuppenpanzer, mittelschwere Rüstungen. Minus 4 Rüstungsmalus, 25% Arcana Zauberfehlschlag. Ich vermute mal, es sind Prozent. Aber dafür haben wir ja Zaubern in Rüstung gewählt. Sieht aktuell so aus. Da hinten ist unser Waffenarsenal, das wir bei uns tragen. Und wir haben drei Waffensets sogar. Einmal den Bogen, einmal mit Speer und Schild. Und ich finde das sehr schön, wie er den Speer dann rausholt und den Schild vor sich hält. Und einmal mit Streitkolben. So, und ich denke, wir bleiben erstmal beim Streitkolben, oder? Hier können wir nämlich nochmal sehen, Schaden 2 bis 9, 1d8 plus 1, 2 bis 7, 1d6 plus 1,
Ja, und hier mit dem Bogen hätten wir 1 bis 8, ein D8. Na gut. Ich denke mal, wir bleiben beim Streitkolben erstmal. Hier unten ist unsere Party, die besteht diesmal aus 2, 4, 6 Leuten. Ist also wieder einer mehr als, also was heißt wieder einer mehr? Ist einer mehr als bei Pillars of Eternity 2 Deadfire. Bin ich mal gespannt, was wir an Mitstreitern hier dazu bekommen. Dann haben wir hier die ewige Fackel, die macht auch Schaden. 2 Fuß Nahkampf, naja, ich denke mal, aber die ist eher, kann ausgerüstet werden. Ich vermute mal, die ist eher, ach hier ist Info, die ist eher zum Licht machen, oder? Pass mal auf, ich rüste die mal gerade hier aus, so, und gehe mal auf dieses Waffenset, das heißt dann, er hat dann eine Fackel in der Hand, seht ihr sie? Ja, das ist, oh, jetzt ist aber, jetzt hat er beide Hände erhoben, ah, jetzt kann man die Fackel sehen, guck mal, das ist doch schön, so lassen wir das erstmal, das ist ein guter Inquisitor, mit der Fackel in der Hand stürmt er nach vorne, um Leute dann mit seinem Knüppel zu schlagen, das finde ich gut. Das lassen wir erstmal so, oder? Das lassen wir erstmal so. Hier können wir uns den Charakter nochmal genau ansehen, auch seine Effekte und Zustände und Gesinnungsänderungen, denn im Verlauf des Spiels wird es natürlich passieren, dass wir Entscheidungen treffen, die unsere Gesinnung beeinflussen können. Tja, und wie bei anderen RPGs dieser Art und Weise gibt es natürlich auch wieder die schönen Lupen, wo wir Sachen untersuchen können, unter anderem diesen Tisch hier. Eine große Karte von Brevoy und seinen Nachbarn mit zahllosen, kryptischen Markierungen und Notizen. Wir können jetzt noch ein bisschen mit den Leuten hier reden, mit Amiri zum Beispiel. Endlich ist das leere Geschwätz vorbei. Ich kann es kaum erwarten, aufzubrechen. Und Tartuccio? Morgen beginnt unsere ruhmreiche Reise. Seid ihr bereit? Hoffentlich. Ich brauche keine Faulpelze in meinen Reihen. In seinen Reihen? Das sind nicht seine Reihen. Welches Spiel treibt Yamandi? Ich bin es nicht gewöhnt, mich wie ein Bauer zu fühlen. Ja, tut mir leid. Na gut, ansonsten sind hier noch ja, mehr oder weniger einfache Abenteurer, mit denen wir, glaube ich, nicht so viel anfangen können. Und unsere Gruppe ist ja anscheinend prädestiniert. Ich vermute mal, Lindsay wird mit dabei sein. Und eben die drei, die wir jetzt gerade hier gesehen haben. Die Kamera kann ich mit den Pfeiltasten bewegen, das weiß ich doch schon. Gebiet verlassen, das weiß ich auch schon. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Was ist denn das hier? Ja, hier unten ist unsere Leiste, wo wir einstellen können und Inventar und Karte. Oh, die Karte sieht hübsch aus. Das muss man sagen, die Karte sieht hübsch aus. Ausgänge der Örtlichkeit anzeigen, interessante Punkte und wichtige Charaktere und Objekte können wir ein- und ausblenden. Wichtige Charaktere und Objekte gibt es hier nicht. Hätte mich auch gewundert. So, dann gehen wir mal raus und ich denke mal, wir können direkt in Richtung unserer Quartiere marschieren, denn viel zu erledigen haben wir, glaube ich, heute Abend nicht mehr. Ich würde mich gerne noch vorher ein bisschen ausrüsten. Sie haben ja gesagt, wir hätten dann Zugriff auf die, auf Waffen und Rüstung, das würden sie uns stellen. Wer kommt da? Help! Help! Lindsay stürmt in dein Zimmer, sie scheint Angst zu haben. Ihr Gesicht ist rußverschmiert und sie hält eine Waffe in der Hand. Was ist hier los? The mansion's under attack. We need to help. Das Anwesen wird angegriffen. Some villains broke in and started killing everyone. I barely made it. Hurry, we have to help the guards fight off the attackers or we'll all be cut down one by one. Gleichsam als Bestätigung von Lindsays Worten ertönt aus dem Gang ein Schrei. Oh Gott. Ja, dann dürfen wir jetzt recht das erste Mal kämpfen. Vor allen Dingen, er steht auch in seiner Kammer mit der Fackel in der Hand. Lindsay? Lindsay, komm zurück. Sie ist rausgelaufen und der Bandit stürmt hinter ihr rein, macht hinter sich die Tür zu. Ja, genau. So, Kämpfe finden in Echtzeit statt, aber du kannst das Spiel jederzeit pausieren. Der Großteil der Spielmechaniken beruht auf dem Rollenspielsystem Pathfinder, bei dem das Ergebnis von Aktionen durch Würfel bestimmt wird. Der meistbenutzte Würfel hat 20 Seiten und wird für Prüfungen und Angriffe genutzt. Ja, das wissen wir alles. Das ist jetzt auch nichts Neues für uns. So, wir können jetzt natürlich direkt unsere Fähigkeiten einsetzen, sehen hier auch den Radius, in dem wir sie einsetzen können. Hauch der Ordnung oder Demoralisieren, Sturmangriff, Untote Schwächen, Säurespritzer. Sturmangriff, gucken wir doch direkt mal. Ist eine Spezialaktion, bei der du dich mit bis zu doppelter Normalgeschwindigkeit bewegst und anschließend noch angreifen kannst. Ah, so, ich verstehe. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir greifen den Assassinen mal ganz normal an. Ich zoome mal ein bisschen rein. Kannst du bitte angreifen?
Hallo? Ach, jetzt greift... Hat er jetzt die ganze Zeit gewartet, wie der Assassine an ihm rumpickte, nur um dann einmal zu schlagen. Lindsay folgen. Du kannst mit verschiedenen Objekten, wie zum Beispiel den Leichen von Gegnern, interagieren. Oh ja, das möchte ich. So, wir haben hier ein Kettenhemd und einen Dolch. Beides können wir einsammeln und ich glaube, Tab-Taste halten, das haben wir auch schon rausgefunden. Und ich denke sogar, das Kettenhemd könnte etwas sein, was wir gut und gerne anlegen können. Minus 2 Rüstungsmalus, 20 Arcana Zauberfehlschlag und 4 Maximalgeschicklichkeit. Ist aber 4 Rüstungsklasse. Würde dann so aussehen. Finde ich eigentlich auch immer schick, wenn die Rüstungen auch alle eigene Grafiken haben. Aber unser Schuppenpanzer ist anscheinend dann doch besser. Ja, und der Dolch, ja, ist halt eine Assassinenwaffe. Können wir nicht viel mit anfangen. In unserem Räumchen haben wir auch nichts, was wir irgendwie anklicken könnten. Von daher werden wir uns direkt mal der Tür widmen. Das machen wir bei der nächsten Folge. Und um nicht so viel Zeit zu verlieren, sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.